Hey, weißt du eigentlich, welche Eigenschaften du mit einer Stadt teilst? Städte sind einem ständigen Wandel unterlegen und entwickeln sich selbst immer weiter. Genauso wie du. Die Auslöser für die wichtigsten Stadtentwicklungsprozesse lernst du jetzt bei uns kennen. Los geht's! Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden die Städte in Deutschland gegenüber dem Land immer wichtiger. Die Industrialisierung schritt voran und es entstanden immer mehr Arbeitsplätze in den Städten, während die Landwirtschaft nicht mehr so viel abwarf. Die Leute zogen also vom Land in die Städte. Dieser Prozess wird Landflucht oder Land-Stadt-Migration genannt. In der Folge wuchsen die Städte immer weiter und der Anteil der Menschen, die in Städten lebten, nahm immer mehr zu. Es kam also zu einer Urbanisierung. Einerseits stiegen die Einkommen und immer mehr Menschen konnten sich ein eigenes Auto leisten. Andererseits stiegen die Mietpreise in den Innenstädten an. Das veranlasste viele Menschen, in die Vorstädte zu ziehen, wo Einfamilienhäuser mit Gärten entstanden. Dieser Prozess wird Suburbanisierung genannt. Durch die Umwandlung von Wohnraum in Gewerbefläche in der City wird der Suburbanisierungsprozess vorangetrieben. Nach und nach wurden Fußgängerzonen eingerichtet und Firmen aus Industrie und produzierendem Gewerbe an den Stadtrand verlagert. Um noch mehr Gewinn auf kleiner Fläche zu generieren und Büros für den tertiären Sektor zu schaffen, wurden vielerorts Hochhäuser in die Innenstädte gebaut. Dadurch stiegen die Bodenpreise noch weiter an. Durch die steigenden Kosten, das hohe Verkehrsaufkommen und die vielen Besucher wurde die City als Wohnort unattraktiv. Nur noch wenige wohlhabende Menschen können sich das Wohnen in der Innenstadt leisten. Die innenstadtnahen Viertel entstanden zumeist im Zuge der Industrialisierung als Arbeiterviertel. Hier mischen sich schicke Altbauten mit praktischen Mietskasernen. Während der Suburbanisierung wurden diese Wohnungen unattraktiv. Man wollte lieber im Eigenheim am Stadtrand leben und in die City pendeln. Auch demografische Veränderungen wirken sich auf die Stadtentwicklung aus. Seit den 1960er Jahren hat sich das generative Verhalten, also das Geburtenverhalten, verändert. Mithilfe der Antibabypille ist eine gezielte Familienplanung möglich, die deutlich später stattfindet. Gleichzeitig steigt der Anteil an Singles und kinderlosen Paaren an. Durch die niedrige Geburtenrate sinkt das Bevölkerungswachstum, was zu einem Überangebot an Wohnraum führt. Insbesondere in den neuen Bundesländern, aus welchen die Menschen aus Mangel an attraktiven Arbeitsplätzen wegziehen, schrumpfen die Städte nach 1990. Neben dem offensichtlichen Leerstand in den Innenstädten gibt es weitere negative Folgen. Die Gemeinde verzeichnet wegfallende Steuereinnahmen, die Bevölkerung überaltert, Gebäude verfallen und so weiter. Damit die Städte nicht gänzlich unattraktiv werden, müssen Stadtumbaumaßnahmen vorgenommen werden. Gebäude werden aufgewertet oder abgerissen, das Stadtbild wird modernisiert, Plattenbauten werden zurückgebaut. Auf den entstehenden Freiflächen werden Parks und Naherholungsmöglichkeiten geschaffen. Eine weitere wichtige Maßnahme ist die Verbesserung der Infrastruktur. Es werden neue Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungsangebote geschaffen und die Verkehrsanbindung verbessert. Im Gegensatz zu den gezielten Stadtumbaumaßnahmen, die vor allem in Regionen vorgenommen wurden, die von einem demografischen Wandel betroffen sind, ist die Gentrifizierung ein schleichender Prozess, dem kein Umstrukturierungsplan vorausgeht. Gentrifizierung findet in innenstadtnahen Stadtteilen statt, die zwar eine erhaltenswerte Bausubstanz haben, im Zuge der Suburbanisierung aber unattraktiv wurden. In die unsanierten Altbauten mit Kohleöfen und Arbeitermietskasernen können aufgrund der niedrigen Mieten Geringverdienende einziehen.
Das sind vor allem Menschen aus der Kreativbranche. Künstler, Musiker, Theaterschauspieler, aber auch Studierende und Migrantinnen und Migranten. In den ehemaligen Arbeitervierteln entstehen Galerien, Cafés und Bars. Bald folgen die Investoren, die das Potenzial erkennen. Die Wohnungen werden saniert und modernisiert, die Mieten steigen und das quirlige Leben zieht die Besserverdienenden aus den Suburbs vom Land als Kunden und Mieter an. Die Kehrseite? Die bisher ansässigen Mieter werden verdrängt, da sich Geringverdienende die Miete nicht mehr leisten können. Daraufhin verändert sich auch die Sozialstruktur im Stadtteil. Soziale Segregation, also die räumliche Trennung nach sozialer Schicht, wird vorangetrieben. Fassen wir kurz das Wichtigste zusammen. Aus historischer Betrachtung beginnt die Stadtentwicklung mit der Urbanisierung, also dem Wachstum der Städte und ihrem Bedeutungsgewinn gegenüber dem Umland. Mit steigendem Wohlstand zieht es die Menschen ins Eigenheim in den Vororten. Die Suburbanisierung setzt ein. In den Innenstädten gibt es sowieso kaum noch Wohnraum, da der Platz für Gewerbe und Dienstleistungen verwendet wird. Durch den demografischen Wandel schrumpfen einige Städte und Stadtteile. Um die negativen Folgen aufzuhalten, wurden die Städte durch Aufwertungs- und Modernisierungsmaßnahmen umgebaut. Manche Arbeiterviertel wurden von Geringverdienern bewohnt, die mit ihren kreativen Projekten die Stadtteile wieder attraktiv machten, was Investoren anlockte. Durch die Gentrifizierung werden zwar ganze Stadtteile aufgewertet, aber sie verdrängen auch die ansässige Bevölkerung. Wie du merkst, ist die Stadtentwicklung super interessant. Deswegen sehen wir uns im nächsten Video die wichtigsten Faktoren der Stadtentwicklung an. Tippe oder klicke hier links auf unser nächstes Video. Mehr Städtewissen findest du darunter in unserer Playlist. Abonnieren und Video an Freunde teilen freut uns sehr. Also, bis gleich!